Wir arbeiten sehr eng mit arabischen Partnern in der ganzen arabischen Welt daran, eine israelische positive Reaktion auf die Friedensinitiative der Arabischen Liga aufzubauen. Da muss man kurz noch mal sagen, es gab im Jahre 2002 einen Friedensvorschlag der von Saudi-Arabien, der von der gesamten Arabischen Liga aufgenommen wurde. Und im Grunde genommen besagt er jetzt so in der Nutshell, wenn Israel bereit ist, sich auf die Grenzen von 1967 zurückzuziehen, sind alle arabischen Staaten bereit, mit Israel Frieden zu machen. So in Kurzen. Was dieser Krieg klarer gezeigt hat als je, ist Folgendes. Es gibt heute wirklich tiefgehende gemeinsame Interessen zwischen den gemäßigteren arabischen Regimes und Israel. Beschreib doch nochmal für unser Publikum, wer die gemäßigten Regime sind. Das ist ein großer Teil der noch funktionierenden nordafrikanischen Staaten. Ein Teil davon sind mehr oder weniger schon auseinandergefallen, aber von Marokko bis Ägypten ist da ein Konsensus da. Das schließt sicherlich Jordanien ein und am allerwichtigsten natürlich Saudi-Arabien und die Emirate. Auch da müssen wir nochmal, entschuldige, da muss ich nochmal einhaken, nur zum Verständnis, wenn du sagst gemäßigt. Heißt das natürlich nicht gemäßigt innenpolitisch, weil wenn man anschaut, was die Militärregierung in Ägypten macht, kann man das nicht als gemäßigt bezeichnen, sondern du meinst jetzt insgesamt für die Region eine gemäßigte Politik, die versucht, das Allerschlimmste zu verhindern. Das musst du ein bisschen erklären. Ja, das muss man wirklich überklären. Da bin ich übrigens, habe ich oft wirklich Probleme, weil was für europäische Verhältnisse als brutale Diktaturen ausschauen, ist hier gemäßigt unter anderem, weil man Frauen nicht steinigt, weil sie als für Ehebruch angeklagt worden sind oder Schwule nicht aufhängt mitten in der Stadt. Und es ist nicht, dass ich ein großer Fan von diesen sogenannten gemäßigten arabischen Staaten bin, aber diese Staaten sind heute vom radikalen politischen Islamismus noch mehr bedroht eigentlich als Israel. Und das hat sich dieses Mal ganz klar gezeigt. Al Jazeera, katarische Kette, die mehr oder weniger die einzigen, Katar war mehr oder weniger der einzige arabische Staat, der auf der Seite von Hamas war, haben immer wieder versucht, von arabischen Ministern irgendeine Verurteilung von Israel zu bekommen und konnten das nicht hinkriegen. Das heißt, es hätte für Israel eine enorme Chance, eine historisch enorm wichtige Chance, einen Friedensprozess, der nicht einfach nur bilateral vis-à-vis der Palästinensern sich abspielt und der zum Scheitern verurteilt ist, ich kann auch sagen, warum, sondern einen Friedensprozess in Gang zu bringen, in dem die ganze Region auf eine neue Konstellation sich einspielt, in der die gemäßigten, nochmal für nah ausgesprochen gemäßigten Kräfte versuchen, sich mit der phänomenalen Gefahr der radikalen Islamisierung des Nahen Ostens irgendwie zusammenzuarbeiten. Warum ist ein Friedensprozess mit den Palästinensern zum Scheitern verurteilt? Ich glaube, es gibt drei Hauptgründe. Das eine ist, dass im palästinensischen Volksethos ist das Recht zur Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Ursprungsheime vor 1948, das in Jaffa, in Akko, in Ramle, in Lod, das ist ein Grundpfeiler dieses Ethos. Nun weiß natürlich die palästinensische Führung, dass das für Israel eine absolute Unmöglichkeit ist. Das wäre mehr oder weniger die Aufhebung des Staates Israel. Und ich denke, jeder palästinensische Führer, der einen Friedensschluss macht, indem er auf dieses Rückkehrrecht verzichtet, muss die Legitimität der gesamten arabischen Welt hinter sich haben. Und nun kommt auch ein ganz praktisches Problem. Diese Flüchtlinge müssen letztlich von arabischen Staaten als Bürger mit vollen politischen Rechten und einer würdevollen Existenz integriert werden. Kann sich vielleicht erinnern, vor circa 3, 4 Monaten ist plötzlich kurz in der Presse aufgetaucht, dass der jordanische König vorgeschlagen hat, dass er bereit wäre, alle palästinensischen Flüchtlinge, die nicht bereits in Jordanien oder in der Westbank leben oder im Gazastreifen, nach Jordanien zu integrieren, ihnen volle Bürgerschaft zu geben
Und sofern er eine gewisse Summe zur Unterstützung zur Infrastrukturentwicklung, er sprach von 55 Milliarden Dollar, bekommt, die ihm das ermöglicht. Das heißt, ohne dass die Regierung da kooperiert, sowohl praktisch als auch finanziell, diese Summen müssen von irgendwoher kommen. Und wir wissen natürlich, dass die Golfstaaten, für die ist das Kleingeld mehr oder weniger, lässt sich dieser Prozess überhaupt nicht zu Ende führen. Das heißt, nochmals, ein bilateraler Weg ohne eine regionale Unterstützung wird nie funktionieren. Und da sich dieses Mal die auf ganz konkrete Art die Interessengleichheit von Israel und den sogenannten gemäßigten arabischen Staaten gezeigt hat, wäre das doch vielleicht auch ein Moment, in dem man der israelischen Bevölkerung sagen könnte, das ist keine Fiktion. Ihr habt das dieses Mal gesehen, dass mitten in einem Krieg, den wir mit Hamas geführt haben, die arabischen Staaten vielleicht nicht gerade unbedingt pro Israel gewesen sind, aber implizit uns eigentlich Recht gegeben haben. Darin sehe ich die große Chance und ich glaube, da wäre dann auch das Geld zu bekommen, um Gaza aus seinem furchtbaren Existenz zu erlösen. Man könnte mit genügend Geld könnte man Gaza in ein neues Singapur umbauen. Und das Geld ist da. Und der Wille wäre im Prinzip da. Was fehlt vorläufig? Ich würde sagen, der Wille der reichen arabischen Staaten, das grundsätzlich zu machen. Der Wille der israelischen Regierung ist ja nicht da im Moment. Da kommt das ganz große Problem, dass solange die Extremrechte hier den politischen Ton angibt, jegliche Möglichkeit eines konstruktiven Friedensprozesses, und ich glaube, dass so ein Prozess möglich ist, einfach blockiert ist. Lass uns da mal kurz auf die Rolle der Vereinigten Staaten zu sprechen kommen. Die Vereinigten Staaten werden ja hier, das ist ja auch etwas, was für viele in Europa eine Überraschung ist, ja mittlerweile so schon halb als, ich sage das mal in Anführungszeichen, als Gegner gesehen. John Kerry hat jetzt zweimal hier im vergangenen 12 Monaten versucht, irgendwas zu erreichen. Der neunmonatige sogenannte Friedensprozess, wo er kläglich gescheitert ist. Und jetzt vor kurzem, als er in die Region kam und wieder versucht, einen Waffenstillstand zu machen, wo er wieder kläglich gescheitert ist. Nicht nur das, das israelische Sicherheitskabinett hat seinen Vorschlag einstimmig abgelehnt. Und daraufhin kam es ja auch zu einer diplomatischen Verwerfung, weil es wurden dann irgendwelche Informationen an die Presse hier gegeben. Ja. Kerry-Bashing, Obama-Bashing, was passiert da gerade eigentlich zwischen Israel und Amerika? Und ist die Obama-Administration wirklich so naiv, wie sie hier wirkt oder erscheint? Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich möchte historisch mit dem Ende beginnen. Ich glaube, es war absolut unnötig, dass das israelische Kabinett sofort zur Presse gelaufen ist und gesagt haben, wir haben diesen Vorschlag einstimmig abgelehnt, weil eine Stunde später hat Hamas den ja auch schon abgelehnt. Und meines Erachtens benimmt man sich nicht so gegenüber der Großmacht, die Israel schlussendlich das Rückgrat, die Kraft und die Existenzgarantie gibt. Das heißt, das war in der Hinsicht hat sich Israel diplomatisch sehr, sehr unvernünftig und ich würde sagen anfängerhaft verhalten. Aber wenn wir schon zu anfängerhaft kommen, ich muss da sagen, ich habe früher Kerry sehr geschätzt. Ich glaube, es ist ein Mensch, der wirklich viel guten Willen hat und der hatte im Prinzip auch enorm viel außenpolitische Erfahrung. Er ist, glaube ich, über 30 Jahre im außenpolitischen Komitee der Ausschuss des amerikanischen Senats gewesen. Er hat diesen Friedensprozess, und es ist mir sehr unangenehm zu sagen, also wirklich ein Anfänger. Er hat einfach alle Fehler gemacht, von denen wir bereits gewusst haben. Wir haben ja schon 20 Jahre Erfahrung. Gib unserem Zuschauer ein Beispiel. Ich glaube, diese ganze Idee, erstens, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, der bilaterale Ansatz ist zum Scheitern verurteilt. Punkt. Und wir haben
die Israel Peace Initiative, wir haben versucht, mit den Amerikanern zu sprechen, um ihnen zu sagen, geht es nicht nochmal so an. Es war, glaube ich, ein grundlegender Fehler, sich jetzt wieder auf dieses, auf diese Kleinhändlerei, stoppen die Israelis die Siedlungen und die Palästinenser machen jetzt das. Und er hat sich da wirklich wie ein Anfänger in das übliche Spiel hineinsaugen lassen. Und was dann natürlich klarerweise zu einer, nur zu einem, zu einer Katastrophe hat werden lassen. Was er hier jetzt versucht hat mit dem Waffenstillstand, da glaube ich, da hat er nicht einen furchtbar großen Fehler gemacht. Es war auch seinerzeit, er hat behauptet, dass dieses Dokument überhaupt nicht hätte an die Presse kommen sollen. Das war nur ein Kommuniqué. Pardon, das amerikanische Außenministerium sollte ja auch genügend professionell sein, um dafür zu sorgen, dass die falschen Dokumente nicht an die Presse kommen. Leider, ich muss da nochmals sagen, ich schätze Kerry, was seine Weltanschauungen, seine Wertvorstellungen anbelangt, enorm. Ich denke, dass Israel einen riesigen Fehler macht, daraus ein großes Tararam zu machen. Nochmals, Obama, trotz all dem, was ihm hier vorgeworfen worden ist, hat Israel in jeder Hinsicht enorm unterstützt, seitdem er Präsident ist. Es stimmt, er hat Druck ausgeübt, dass Israel auf einen Friedensprozess eingeht. Das ist seine Weltanschauung, ich glaube, das war auch sein Recht. Und ja, ich denke, dass heute das Vertrauen zwischen der Obama-Administration und der israelischen Regierung fast zum absoluten Nullpunkt gekommen ist. Und das ist natürlich für Israel eine äußerst schlechte Situation. Ich gucke jetzt nur mal, jetzt hat mir das jemand weggenommen, ohne dass ich das wollte, nämlich hier meinen Ticker, weil in dieser Region passieren ja so schnell in halben Stunde Dinge. Ich will jetzt nur einmal eine Sache schnell kontrollieren, bevor ich die Frage stelle. Aber es scheint tatsächlich nach wie vor dieselbe Situation zu sein. Und zwar, wir führen ja dieses Interview zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wissen, nachdem der 72-stündige Waffenstillstand zusammengebrochen ist, weil die Hamas, ich sage jetzt mal angeblich, ganz vorsichtig, einen israelischen Soldaten entführt hat. Und heute Morgen, bevor ich zu dir gekommen bin, kam die Meldung, dass die Hamas sagt, wir haben den nicht. Möglicherweise ist er gestorben oder getötet worden, weil die Israelis dann so massiv angegriffen haben, inklusive unserer Leute, die ihn versucht haben zu entführen. Interessanterweise gibt es einen anderen Teil der Hamas, sagt, wir haben gar nicht entführt. Also es ist alles auch innerhalb der Hamas durcheinander. Samstag früh, 8 Uhr israelischer oder regionaler Ortszeit, war plötzlich Ruhe. Man hat gedacht, so, jetzt gibt es wenigstens eine Chance. Dann wird angeblich dieser Soldat entführt. Danach schaut es im Moment ja immer noch aus, dass das ein Versuch der Entführung war. Kannst du nachvollziehen, was Israel dann getan hat? Diese Hannibal-Direktive, dann mit voller Feuergewalt da hineinzugehen, um einen der ihren zu retten, mit den vielen, vielen Toten und vielen, vielen Verletzten, ist ja schwer zu vermitteln. Leider sind im Moment zwei Prozesse in Israel im Gang, die wir ja auch anderswo immer gesehen haben. Du kannst dich sicher erinnern, am 10. September 2001 war Bush unpopulär bis zum Gehtnichtmehr, der hat weniger als 40% Unterstützung gehabt. Zwei Tage nachher hat er 88% Unterstützung gehabt. Muss man nochmal dazu sagen, das ist das berühmte 9-11, der Angriff auf die Twin Towers, genau. Da war dazwischen. Das heißt, ja, im Moment, wo eine Gesellschaft sich unter Beschuss ist, dann rutscht die ganze Atmosphäre, werden sozusagen die Reihen geschlossen, man wird nationalistischer und aggressiver. Und erstens, im Moment sind 85% der Israelis für eine Erweiterung der Kämpfe weiter hinein in Gaza, was ich meines Erachtens eine absolut totale Katastrophe wäre. Übrigens, das führende Offizier,
es wird oft missverstanden. Menschen denken in Europa oft, in Israel sei das Militär militaristisch und die Politiker seien Politiker. In Israel sind die Militärs normalerweise sehr vorsichtig.